Russische Staatsanwaltschaft bleibt aktiv. Ausländische Organisation des Landes verwiesen. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Russland setzt die konsequente Säuberung des Landes von gesellschaftsfeindlichen Personen und Organisationen fort. In diesem Fall traf es das europäische Netz von Organisationen zur Wahlbeobachtung. Die russische Generalstaatsanwaltschaft hat den Beschluss gefasst, das europäische Netz von Organisationen zur Wahlbeobachtung zur unerwünschten Organisation in Russland zu erklären. Eine entsprechende Information wurde dem russischen Justizministerium übermittelt, welches diese Organisation nun in das entsprechende Register einzutragen hat. Damit wird die Organisation verpflichtet, innerhalb kürzester Zeit seine Tätigkeit einzustellen, alle Strukturelemente in Russland zu schließen und das Land selbst zu verlassen, sofern es sich um ausländische Mitarbeiter handelt. Die Generalstaatsanwaltschaft kommentiert, dass die Tätigkeit der Organisation die verfassungsmäßige Ordnung in Russland bedrohe. Die Organisation mit lateinischem Buchstaben ENEMO, abgekürzt, ist eine internationale Organisation mit insgesamt 23 nicht kommerziellen Nichtregierungsorganisationen in 18 Ländern Zentral- und Osteuropas, Zentralasiens sowie in 3 Ländern der Europäischen Union. Gegründet wurde diese im Jahre 2001. Beobachter dieser Organisation haben an 23 Wahlen in 7 Ländern teilgenommen: Albanien, Georgien, Kasachstan, Kirgisien, Kosovo, Moldawien und der Ukraine. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Baka aus Kaliningrad.